Grüß dich, vielen herzlichen Dank, dass du meine, unsere Videos anschaust, hinhörst. Besten Dank. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Dinge im Kopf kreisen. Also kennst du das auch, dass sich vieles in deinem Kopf kreist? Also Gedanken, Überlegungen, dass es da manchmal aussieht wie in einem Bienenhaus in deinem Kopf. Ja, gut, es muss nicht mal so sein. Es geht eben auch darum, wie du ja, profitieren kannst, indem du sofort, also sobald du länger denkst oder Ideen hast, auch wenn das nur bruchstückhaft ist, dass du das sofort aufschreibst. Am besten eben mit der neuen Technik, ja, auf deinem Smartphone oder Laptop oder deinem PC, weil wir sehen das immer wieder in Beratungen, es gibt immer noch viele, viele, viele Menschen, ja, die grübeln und hirnen und überlegen sich dieses und jenes und eben, es dreht sich im Kopf, es ist fast zu viel, der Kopf läuft heiß, ja, der Kopf läuft Sturm. Und falls das bei dir auch so ist, also du könntest es viel einfacher haben, indem du einfach immer wieder Notizen machst, immer wieder aufschreibst, was da im Kopf so vor sich geht, weil auch dann, wenn du noch nichts anfangen kannst, aber indem du das aufschreibst, indem du das mal Bruchstücke aufschreibst, kann immer wieder etwas dazukommen, kann man immer wieder etwas dazuschreiben und dann formt sich was. Also eben, nochmals, du musst nicht mal so einen sturmer Kopf haben oder du musst nicht mal zu denen gehören, die da eben bei denen sich alles Mögliche im Kopf kreist. Aber sobald du das eben beginnst zu notieren, auch Ideen, eben auch Bruchstücke von Ideen, dann kann das wachsen. Ja, dann kann etwas entstehen. Dann kannst du das entwickeln, aufbauen. Dann kann es wirklich richtig interessant werden. Aber wenn du tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang einfach nur denkst, hirnst, überlegst, sich da die Dinge im Kopf kreisen, dann unter Umständen, ja, dann kreist sich halt immer, dann führt das zu nichts. Dann passiert einfach eben zum Beispiel monatelang nichts. Ja. Und das lohnt sich also schon. Du wirst sehen, also falls du das bis jetzt noch nie gemacht hast, es hört sich recht simpel an, ich weiß, aber solltest du das noch nie gemacht haben, also du wirst erstaunt sein, wenn du das beginnst aufzuschreiben, wie interessant das wird, wie dann eben auch zusätzliche Ideen, Inspirationen kommen und dir das weiterhelfen. Ja, egal eben, ob es Ideen oder ob es irgendwelche andere Gedanken, Überlegungen sind. Ja. Also meine Empfehlung, eben möglichst wenig zu denken, beziehungsweise wenn du denkst, sobald du beginnst, stärker oder intensiver zu denken, schreib das einfach auf. Das ist zum Beispiel auch gut, wenn du ein Problem hast, wenn dich etwas beschäftigt oder wenn du vor etwas Angst hast oder wenn du Befürchtungen hast, sobald du das aufschreibst, ja, dann ist es wie einfacher, du kannst wie einfacher damit umgehen oder handhaben. Genau. Ja, ich wünsche dir da gutes Gelingen, gutes Handhaben und natürlich wie immer, aber das sollte ja inzwischen klar sein, also diese Videos, Sektor, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung, also diese Videos, das sind einfach mal Ansätze. Ja, wir wollen nicht die alleingültige Wahrheit gepachtet haben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es soll einfach mal
das, was uns selbst stimmig ist, so zur Sprache gebracht werden. Vielleicht kannst du da was rausnehmen. Vergib dir das irgendwelche Inputs, Inspirationen. Ansonsten kannst du das auch gerne im Raum stehen lassen oder denken, ja nein, also so geht das einfach nicht. Ja. Du darfst dich auch gerne eintragen, du darfst auch gerne was dazu schreiben, du darfst gerne auch deine Erfahrungen kundtun. Ja. Alles Gute, vielen herzlichen Dank fürs Hinsehen, Hinhören, bis im nächsten Video. Ciao.